Gartenarbeiten im November. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ja, es ist soweit, das Jahr ist fast rum, kann man sagen. Jetzt fängt der November an und da gibt es aber auch noch ein bisschen was zu tun im Garten, ne? Also, ich fange mal gleich an. Ich habe mal wieder meine Liste mitgebracht, dass ihr ja nichts vergesst, dass ich euch alles sagen kann. Das geht bei mir an mit Rasenmähen. Also der Rasen, der sollte jetzt im Oktober oder gleich Anfang November, je nach Wetter halt, sollte das letzte Mal geschnitten werden. Ich sag so circa 3, 4 Zentimeter kürzer soll er nicht sein, aber auch nicht länger, weil wenn er länger ist, kippt er um, wenn so mal Schnee drauf kommt oder wenn es regnet, der wird schwer, kippt er um und dann fault es alles leichter. Ist er noch kürzer? Also richtig ratziputz abgekürzt, abgeschnitten, ja. Dann kann sein, dass er, wenn Frost kommt, starker Frost, dass er auch immer Teile ausfrieren von den Wurzeln. Also man muss ein bisschen was stehen lassen, ne? Ja, ansonsten, das, was er abmäht, das könnt ihr dann noch zum Mulchen nehmen. Zum Beispiel um Hecken rum. Ich schaue gerade raus bei mir im Garten, mir fällt mir immer wieder mal der Blick raus. Unter den Hecken kann man noch ein bisschen mulchen. Nicht zu dick, weil es sonst faul ist. Es soll ja dann verrotten. Oder ihr schmeißt einfach alles auf den Kompost. Aber natürlich müsst ihr da auch aufpassen, nicht alles auf einmal, weil das fault recht schnell, ne? Lieber dann nach 2, 3 Tagen hintereinander immer wieder was drauf tun. Ja, die Gartengeräte, Gartenmöbel und die Wasseranschlüsse, das sind immer so Arbeiten, die mache ich eigentlich immer nicht so gerne im Herbst, aber es muss sein, ne? Also die Gartenmöbel, die macht man sauber, stapelt die und ich gebe es unter meinen Schuppen und decke es dann mit einer Plane ab, dass dann nicht verstauben im Winter über. Und ja, die Polster, die gebe ich in den Keller rein, die lasse ich nicht draußen, weil es ist doch immer Luftfeuchtigkeit und es zieht dann die Feuchtigkeit an. Und dann fangen ja die Polster auch zum Schimmeln an, kann man schon fast sagen, ne? Kriegen dann so schwarze Flecken. Und dann sind es kaputt. Also die bringt man dann ja auch nicht mehr raus. Und das modrig wird es dann und riecht, also ist nichts. Ja, die Gartengeräte, was man nimmer braucht, weil ein bisschen was braucht man noch, auch im November und vielleicht auch im Dezember noch, ne? Aber was er nimmer braucht, alles schön sauber machen, abwaschen, trocknen und so wie jetzt die Schaufeln, Rechen und so weiter, vielleicht auf einen Lappen ein bisschen Öl drauf geben. Kann da auch Salatöl oder irgendwas nehmen und ein bisschen abreiben damit es ein bisschen Fettigkeit hat und dann rostet das Ganze nämlich nicht. Und so kann es passieren, dass die Gartengeräte, dass da Teile davon rosten. Wollen wir nicht haben. Mit den Wasseranschlüssen, also ich muss noch meine Regenfässer ausleeren. Ich habe noch alle meine 6 großen Fässer voll bis oben hin, weil es regnet immer wieder. Ich komme einfach nicht dazu. Und das werde ich jetzt kommendes Wochenende machen. Da gebe ich dann eine Pumpe. Ich habe so eine Regenpumpe. Und da leere ich dann meine Fässer aus. Da gieße ich dann die Sträucher noch einmal feste damit, weil die kriegen, also die Thuja-Hecke zum Beispiel, die kriegt ja weniger Wasser, auch wenn es schneit und so. Durch die Dichte oben kommt unten das Wasser nicht so gut an die Wurzeln. Und die werde ich noch feste eingießen. Und dann wird schon mit der Zeit, wenn die Fässer schon leer werden. Ne? Eins lasse ich noch, das steht recht geschützt, weil man braucht doch ab und zu was. Oder wie jetzt hier im Wintergarten, die Pflanzen, Geranien und was man halt so hat alles. Da, Weihnachtskaktus, der fängt zum Blühen an, hat die Knospen. Die Pflanzen, die mögen ja gerne kalkfreies Wasser, also Regenwasser. Und da kann ich dann immer wieder ans reinholen und kann damit gießen. Ja. Oh ja, und ach ja, und dann die Wasserleitungen, die muss man natürlich abdrehen und das Wasser ablassen. Das ist ganz wichtig, ne? Ich habe einmal, das ist vor 30 Jahren, ist das bestimmt schon her, da hatte ich einen Schrebergarten und da habe ich einmal vergessen, das Wasser abzulassen. Ich habe zwar unten an der Wasseruhr abgedreht, aber in der Leitung selber war das Wasser noch drin, ne? Ja, und dann habe ich einen Wasserbruch gehabt. Also das Rohr ist geplatzt. Ne? Das war Mordsarbeit. Sowas wird mir nie, nie mehr passieren. Ja, aus Fehlern lernt man. Ja? Ist halt so. Ja. Ja, wenn ich dann alles fertig habe, ach ja, die
einen Gartenschlauch schön aufwickeln, ich habe mehrere Gartenschläuche, schön aufwickeln und das Wasser rauslassen, dass das völlig leer ist. Und ich hänge das dann immer bei mir unten, da habe ich so vom Keller noch so Überdachung, unten im Schacht, und da hänge ich das immer alles auf, aber da kann es natürlich auch kalt werden. Und da muss natürlich das Wasser raus sein, nicht, dass dann einmal gefriert, weil dann platzt da vielleicht der Schlauch. Nicht? Das kann passieren. Bei den Regenfässern ist auch so, die leere ich ja komplett aus, mache ich sauber dazu, ne? Umkippen, austrocknen lassen und dann stapel ich die ineinander. Und da, wenn das Regenfass, wenn da noch Wasser drin ist und es steht wirklich so im Freien, wo dann der Frost richtig hinkommen kann, dann kann das sein, dass das einmal platzt, dass ein Riss kriegt. Und dann ist natürlich kaputt, wenn es undicht ist. Ja, das ist das, was ich also mal zu Regentonnen und Gartenschlauch und Wasserleitungen sagen wollte. Dann, Laub fällt ja jetzt überall. Also das Laub, was in die Beete fällt, das lasse ich liegen. Weil ich habe das schon beobachtet, die Regenwürmer, die ziehen ja die Blätter so richtig runter. Habe ich auch mal beobachtet, das war so schön. Da habe ich immer geschaut, plötzlich bewegt sich da ein Blatt. Na, dann denke ich mir, was ist denn das? Und auf einmal sehe ich tatsächlich einen Regenwurm so rausspitzen und dann zieht er an dem Blatt. Ja, dann habe ich gewusst, die holen sich die Blätter, ne? Und naja, und das wird ja gefressen, die Regenwürmer geben eine gute Erde, das kompostiert dann da unten, oder? Und ja, da lasse ich eben die Blätter im Beet liegen. Aber auf der Wiese sollte man es abbrechen. Es machen zwar viele, die sagen, ja, das ist Natur, das bleibt liegen. Aber in einem Garten ist es halt so, wenn man jetzt die Blätter liegen lässt auf der Wiese, man will ja auch im Frühjahr wieder einen schönen Rasen haben. Und wenn die dann liegen bleiben, und es sind echt viele, dann fault unten drunter das Gras. Also immer schön abbrechen, und das Laub, das könnt ihr dann wieder entweder zum Mulchen nehmen unter Sträucher oder die Rosen und überhaupt diese Stauden, die man im Blumenbeet hat, ob jetzt das Hortensien oder sonst was ist, alles was Winter hat, ist, kann man damit schön mulchen oder... Ja, oder in Kompost dann reingeben, ne, wenn man zu viel hat. Man muss aber aufpassen, weil jedes Laub kompostiert ja nicht, aber so von den Obstbäumen, das auf jeden Fall. Ne? Aber es darf auch keine Krankheit dran sein. Nicht, dass da irgendein Pilz oder was dran war an den Blättern. Also die muss man dann weggeben. Genauso kann man noch Laub in der Ecke schön reingeben im Garten. Vielleicht, wenn man Glück hat, kommt der Igel und überwintert hat. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen für mich, muss ich sagen. Es hat einmal bei mir Igel überwintert, ja. Es war ein ganz großer, also der war schon älter. Aber seitdem habe ich keinen mehr gesehen. Also es kann sein, dass einer da war, ich habe das bloß nicht mitgekriegt. Aber wenn ihr Laub übrig habt, macht es einfach einmal. Es ist schön für die Igel, wenn sie einen Unterschlupf finden. Was gibt's denn noch? Ja, mit den Rosen, das habe ich gesagt. Blätter in Kompost rein, dann gibt es wieder Humus an. Ach ja, wenn er um die Rosen oder um die Stauden Blätter rumgibt, als Schutz für die Wurzeln gegen den Frost, ne, dann gibt er ein bisschen Erde drauf. Weil wenn der Wind kommt, dann weht er sonst die Blätter auf und dann sind die alle wieder weg. Dann war alles umsonst, die liegen dann wieder irgendwo. Ne, einfach auf die Blätter ringsrum ein bisschen Erde draufstreuen, das reicht dann schon. Jetzt im November können dann noch... Rosenpflanzen, Beerensträucher kann man pflanzen. Das ist noch eine gute Zeit dafür. Also das könnt ihr noch machen. Blumenzwiebeln kann man auch noch rein tun, aber da wird es jetzt langsam Zeit. Weil wenn es noch später wird, erstens, weil der Boden, wenn es Frost gibt, ist der Boden gefroren. Da kann man sowieso nichts mehr pflanzen. Und je später oder je länger, dass man wartet, Januar, Februar vielleicht noch, dann blühen die ja nicht. Das muss man jetzt halt machen, weil die wachsen, die Wurzeln schon ein wenig an. Und dann im Frühjahr, dann treiben die und dann blühen sie auch gleich. Ne? Und so sind sie eben zu spät einfach dran. So, die Dahlien und Gladiolen. Also meine Gladiolen habe ich schon rausgenommen, weil die waren verblüht. Und dann kommen die ja danach immer gleich raus. Ich habe die dann abtrocknen lassen, abgeschnitten, und die sind schon im Winterquartier, sind trocken. Und die Dahlien, die habe ich immer noch draußen, weil die einfach so schön blühen. Ich warte immer drauf, dass einmal ein Nachtfrost kommt und dann sind sie kaputt.
Manche sagen natürlich, ja, dann schneide ich mir halt Blumen, Dahlien ab und gebe es als Blumenstrauß rein. Ja, aber ich finde, draußen halten sie ja länger, wenn man rausschaut. Es sind so schöne Farbtupfer draußen. Also ich lasse draußen, solange es geht. Und, aber wenn es jetzt, ja, wenn es nicht mehr viele dran sind, dass nur noch ein oder zwei Blüten da sind, und es sind zwar noch Knospen dran, aber ich weiß, die blühen immer auf, dann tue ich es auch raus. Ne? Weil die müssen ja auch noch abtrocknen. Und wenn jetzt dann das schlechte Wetter losgeht, naja, dann will man ja auch fertig sein. Ne? Aber ein bisschen lasse ich noch. Also sie sind noch in voller Blüte. Und wie man die Dahlien überwindet, da gibt es ja ein Video davon, könnt ihr mal nachschauen. Dann Geranien, Fuchsien, wie man die überwindet. Habe ich ja auch ein Video gemacht, das könnt ihr auch anschauen. Ihr müsst nur immer Stichwort eingeben bei YouTube. Gartenmoni und dann euer Stichwort, was ihr anschauen wollt oder was ihr sucht. Und ja, und in Italien, ich habe sie ja im Wintergarten da, bei mir blühen sie da jetzt recht fest. Und kommen wir bei euch aber ins Winterquartier, so in den Keller oder so, dann muss es, also erstens frostfrei sein, ist es ja im Keller, ne? Es darf aber auch nicht zu warm sein. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Vielleicht habt ihr auch einen Raum, ein Zimmer, wo er nicht heizt oder fast nicht heizt, wo schön kühl ist, wo so 16, 17 Grad hat höchstens. Besser noch ein wenig weniger. Und dass er dann die da reinstellt und dann könnt ihr es vielleicht da noch ein wenig weiter blühen lassen. Und wie man es aber anders überwinden kann, das ist dann in meinem Video Geranien überwintern. Könnt ihr dort anschauen. Die Herbstastern und Chrysanthemen, die blühen ja jetzt auch wunderbar. Und einige von den Herbstastern sind aber schon bei mir verblüht. Und ich bin jetzt am Überlegen, also lasse ich stehen oder für die Vögel, weil die holen sich da immer noch den Samen raus. Ne? Fressen die ja auch da, die picken da rum. Oder schneide ich es ab. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, die niedrigen, die lasse ich stehen bis zum Frühjahr. Und die hohen, die kippen nämlich immer um, die muss man ja anbinden. Und die werde ich abschneiden, wenn es verblüht sind. Schneide ich dann klein und dann gebe ich es auch entweder in Kompost oder ich gebe es einfach auf die Erde drauf. Und dann kann das aber verrotten den Winter über, steche es ein bisschen mit ein. Und wer das alles nicht machen will, na, der muss halt in die Biotonne tun, ne? Die Kübel und Kübelpflanzen, Topfpflanzen, die man draußen hat, also ob jetzt das Oleander ist, Wandelröschen oder diese Kartoffelblumen, oh, was haben wir alles draußen, man hat viele ist auch in Töpfen, ne? Und das muss man natürlich jetzt halt auch reintun. Also der Oleander, den habe ich da noch draußen stehen, da warte ich noch ein bisschen, weil der hält auch noch wie Kälte aus und so ein Frost kommt nicht gleich, dass der jetzt dann kaputt wird. Aber dann gebe ich den auch rein. Ausgeschnitten habe ich ihn schon. Da gibt es das Video auch, könnt ihr auch anschauen. Und bevor ich den reinhole, den Oleander, werde ich den wieder mit was Speziellem behandeln. Und das könnt ihr auch anschauen. Wie heißt da die Überschrift? Ich glaube, Oleander, irgendwas mit Zwiebeln behandeln, Zwiebelschalen oder so. Müsst ihr mal suchen, das findet ihr schon. Oder die Kerstin kann es auch unten verlinken. Ja, das soll ich ja machen. Und da habe ich nämlich im ganzen Winter keine Läuse gehabt. Ne? Also da war ich echt zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Muss ich mich selber loben? Nein, nein. Aber es ist wirklich so, ich habe keine Schildläuse, nichts an dem Oleander dran gehabt. Und sonst waren da immer Schildläuse, die so plötzlich waren die da. Weil die kommen ja gerade, wenn man überhaupt die Pflanzen, wenn man es reinstellt, es dauert nicht lang, dann kommen die Läuse. Ne? Die Wärme, die zieht die regelrecht raus. Ne? Aber das hat gut geholfen, auch an dem einen Geranien, also im letzten vergangenen Winter, oder die Platenia und so. Alles das, was so lausanfällig ist, haben nichts gehabt. Also das war schön. Ja, und das muss man eben alles rein. Und wenn ihr jetzt natürlich Töpfe habt und Pflanzen in Töpfen, die zu groß sind oder ihr habt keine Möglichkeit, die irgendwo zu überwintern, dann müsst ihr es ja draußen stehen lassen. Aber sucht dann bitte irgendeine Stelle, wo die, wenn geschützt sind, vielleicht sogar ein Dach drüber ist oder an einer Hauswand, wo sie geschützt stehen und die aber dann einpacken, entweder in so Jutesäcke oder diese Noppenfolie da, diese Plastiknoppenfolien, das kann man ja auch nehmen, oder Vlies.
Vlies geht ja auch, nimmt man es halt doppelt. Und ganz wichtig ist, dass man die Töpfe auch schön einwickelt. Weil die Wurzeln, die sind da ganz empfindlich. Ne? Weil von unten kommt ja auch die große Kälte dann. Ja, die frostgefährdeten Pflanzen, wie jetzt die Rosen, das zählt auch dazu, tränendes Herz. Da ist zwar nichts ober der Erde, aber unterhalb. Und die sind halt doch ein wenig frostempfindlich. Oh, es gibt da nur einiges, das müsst ihr selber wissen, was ihr alles so im Garten habt. Nicht, dass die, wenn doch ein strenger Winter kommen sollte, man weiß es ja nicht. Ne? Wir glauben das zwar jetzt nicht mehr, alle nicht mehr, glaube ich, aber es kann ja doch wieder mal einer kommen. Und die sind dann also wirklich recht empfindlich. Und da lege ich dann immer so Reisig, also von meinem letzten Weihnachtsbaum noch, lege ich dann Zweige drauf. Auf die Stelle, wo ich war, da weiß ich ja, wo das tränende Herz ist, da lege ich die drauf und so sind die geschützt, das hilft dann schon. Dann in Reise, oder man kann auch Laub drauflegen, also das geht genauso, ne? Aber dann wieder ein bisschen Erde draufstreuen, dass der Wind nicht davon weht. Und ja, jetzt im November kann man auch wunderbar noch die Obstbäume schneiden. Allerdings nur an frostfreien Tagen, ne? Das ist klar. Also wenn Frost dran ist, wenn es über Nacht gefroren hat, sind auch die Zweige ein wenig gefroren, die Ästler, die feinen, da darf man dann nichts schneiden, man muss wirklich warten. Aber November ist ein idealer Monat oder auch der Dezember noch. Sind ideale Monate, wo man noch Obstbäume schneiden kann. So, dann die Gartenmöbel, das haben wir schon, die Regenfässer haben wir alles gemacht, dass sie gesäubert werden müssen, das habe ich ja auch gesagt, Gartenschlauch habe ich gesagt, ja, das ist alles. Ja, und jetzt kommt auch die Zeit, wo die Vögel langsam nichts mehr finden. Ne? Und es gibt ja welche, die füttern die Vögel das ganze Jahr über. Es ist so ein Zwiespalt, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, das soll man machen, das soll man nicht machen. Ja, es kommt auch immer darauf an, wo man lebt. Ja? Also ist meine Meinung, wenn ich jetzt mitten in der Stadt wohne, wo ich ja, da gibt es ja auch die Gärten, ne? Wenn ich jetzt in der Stadt wohne und da gibt es weniger, vielleicht weniger für die Vögel zum Fressen oder so, die sind aber da, die Vögel, dann füttere ich sie halt, ne? Oder würde ich machen. Da fühle ich dir wegen. Wenn ich aber außerhalb wohne, wo viel Natur ist, da finden die immer was. Und da fühle ich die während dem Sommer fühle ich die nicht. Ja? Aber jetzt fange ich langsam an, weil ich sehe schon, dass die oft einmal suchen, auch in der Wiese, die Amseln zum Beispiel, die zupfen ja in der Wiese rum, die hauen ja Löcher rein. Da hat irgendjemand einmal gefragt, warum sie also lauter Löcher plötzlich in der Wiese hat. Das sind die Vögel, die holen sich die Regenwürmer oder überhaupt Würmer und Ungeziefer raus. Da habe ich auch einmal ein Video gemacht. Ja. Rasen nach dem Winter war das aber. Das hat ausgeschaut. Aber da ist es von den Regenwürmern mehr gekommen. Halt. Die haben sich da was geholt. Ja. Also es sind auf jeden Fall jetzt die Vögel, die da diese Löcher reinmachen, weil die suchen jetzt halt, ne? Und darum lasse ich auch gerne mal diese die Herbstastern stehen, aber wie gesagt, nur die niedrigen, die großen fallen um und verdecken alles und dann fault es. Schaut halt auch nicht schön aus, ne? Muss nicht sein. Ja, und da stelle ich jetzt halt, meine Vogelhäusle auf. Das mache ich jetzt am Wochenende. Und dann passe ich ein bisschen auf, ich gebe noch nicht gleich Futter dazu, aber wenn ich sehe, dass die Vögel jetzt dann kommen, immer mehr, dann gebe ich Futter rein. Ja. Und was auch wichtig ist, man sollte auch dann Wasser aufstellen, weil die haben ja auch Durst, die Vögel. Wenn es regnet, finden sie Wasser, ne? Auf den Pflanzen, auf den Blättern und so, da ist immer Wasser, da picken sich die richtig das Wasser weg, ja. Aber wenn es halt trocken ist, lange Zeit, dann finden die kein Wasser. Und da stelle ich dann auch immer so von meinem Blumentopf den Unterteller stelle ich hin und da gebe ich Wasser rein. Und da kommen die baden sogar da drinnen. Ne? Wer einen Gartenteich hat und hat es noch nicht gemacht, unbedingt so ein Netz drüber spannen, damit nicht das ganze Laub in das Wasser reinfällt. Weil wenn das jetzt dann untergeht, das Laub, das unten, das fängt zum Faulen an und das Wasser wird dann faul, oder wie sagt man denn da beim Wasser,
das zu gären fängt es an, jetzt auch. Zu gären, und das sieht man auch, wenn man da mal ein bisschen reinstochert, dann kommen richtig Luftblasen hoch. Und dann, das ist natürlich nicht gut und für die Fische schon gleich gar nicht. Allerdings, ein bisschen Schlamm brauchen die Fische auch, weil die sich da im Winter über einbuddeln und so überwintern, ne? Wenn es eisig kalt ist, wenn es gefriert. Ja, und bevor es gefriert, natürlich auch diesen Frostschutz reinlegen. Gibt es auch die aus Styropor mit so einem Rohr oben raus. Das habe ich früher immer gehabt, wie ich noch einen Teich gehabt habe. Und das hat ganz gut geholfen. Ich habe das auch immer mit Stroh probiert, hat auch gut geholfen. Da habe ich Stroh genommen. Mein Teich, der war 80 tief. Und dann habe ich Stroh genommen, schon circa einen Meter hoch. Da habe ich so zusammengebunden und habe das dann so reingesteckt. So reingestellt ins Wasser, und da ist dann, und da rum ist auch nichts eingefroren. Also ist Luft reinkommen, es muss ja Sauerstoff reinkommen, weil sonst ist das tödlich für die Fische, ne? Wenn das total zugefriert und bleibt lang gefroren, also das ist die armen Fische Sache da bloß, ne? Ja, dann ich habe vorhin gesagt, dass ich ein Fass noch stehen lasse, weil Wasser braucht man doch immer noch ab und zu, und das Wasser, das kann ich vor allem auch noch brauchen. Ich habe ja noch einen Zuckerhutsalat draußen. Der ist ja den ganzen Winter draußen. Ne? Ich habe ja oft bis März, April einen eigenen Salat im Garten, den ich den ganzen Winter, der bleibt draußen stehen. Gibt's einige Videos davon, könnt ihr alle mal anschauen. Eingeben Zuckerhutsalat, dann kommen die Vorschläge, könnt ihr anklicken. Da brauche ich dann Wasser dazu. Was habe ich noch draußen? Den Rosenkohl habe ich heuer draußen. Muss man auch einmal gießen, wenn lange Zeit kein Regen kommt, ne? Oder Schnee. Ja, ich muss immer lachen, wenn ich Schnee sage, ne? Weil wann haben wir schon das letzte Mal Schnee gesehen? Es waren einmal Schneewehen da, und dann, das war's aber. Das waren gleich wieder weg. Ja, ist alles wieder weggetaut. Ja, und da braucht man eben Wasser. Und da ist halt das Regenwasser dann doch am besten, ne? Und wer ein Gewächshaus hat, hat sicher noch einiges da drin, und da kann man ja das Wasser genauso dann nehmen. Ne? Braten kein Leitungswasser, sondern das milde Regenwasser ist am besten. Ja, das, ich glaube, das habe ich jetzt alles aufgezählt, was ich ja so weiß. Es gibt sicher wird noch einiges. Es kommt ja immer darauf an, wer was drin hat im Garten und so, aber es müsste so ziemlich alles sein, ne? Ja, Heckenschneiden kann man jetzt ja auch, ne? Seit 1. Oktober geht das Heckenschneiden ja wieder. Ich wollte auch schneiden. Meine Hecke noch, meine Thuja-Hecke, die ist auf einer Seite ist geschnitten, auf der anderen nicht. Und jetzt hat es den ganzen Oktober geregnet. Also immer wieder geregnet. Und wenn es dann einmal nicht geregnet hat, war die trotzdem nass, konnte ich nicht. Oder ich hatte dann einmal keine Zeit. Ja, und jetzt, vielleicht komme ich noch dazu, wenn nicht, mache ich es halt im Frühjahr. Die Hecke läuft mir nicht davon. Ja. Gut, das war's dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht alles schön, ordentlich sauber im Garten. Und dann können wir uns auf nächstes Jahr nämlich wieder freuen, wenn alles dann schön gedeiht und wieder blüht. Aber man muss halt auch Vorarbeit leisten, ne? Sonst wird es nichts. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, könnt in meinem Shop vorbeischauen, und unten stehen Links oder, wie gesagt, ihr Stichwort eingeben bei YouTube, Gartenmoni, Stichwort eingeben. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.